Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Im letzten Teil war ich rappeldumm, weil ich nicht gecheckt habe, dass Mario ja einen Drehsprung hat. Ja, wenn man so dumm ist wie ich, dann ist das Leben echt knifflig und Mario spielen umso mehr. Deswegen hoffe ich jetzt auch einfach, dass es mir diesmal nicht ganz so schwer fällt, beziehungsweise ich nicht so eine peinliche Nummer hier abziehe. dazu habe ich mir jetzt zwei Level vom YouTube-User FalkeHNX rausgesucht. Und der gute Falke hat einmal Flaming Passion 2.0 und rätselhaftes Massensterben. Ich denke, ich fange erstmal an mit Flaming Passion 2.0 und bin gespannt, was Falke hier für mich vorbereitet hat. Und natürlich wieder Super Nintendo. Es ist echt krass, wie viele Leute einfach nur mit dem Super Nintendo Mario quasi spielen. Da stellt sich mir schon direkt die Frage. Ich sehe da unten diese zwei kleinen Münzen, die, wenn ich den P-Schalter aktivieren könnte, zu Plattformen werden würden. Aber wie soll ich an den bitte rankommen? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Wow, was war das denn? Shit. Da habe ich jetzt gerade nicht auf den Feuerball geachtet. Die Röhre ist auch nur zur Deko da. Das müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen besser timen. So. Hüpf. Oh, ich habe Angst, nicht, dass hier auch Feuerbälle rauskommen. Wow. So. Hier darf ich jetzt auch nicht in die Flamme springen. Passt. Wow, wow, wow. Wow. Ah! Das war knapp. Ah, nein! Okay, da muss ich jetzt... Wie komme ich denn da? So. Das ist aber auch hakelig hier. Kann man nicht anders sagen. Ah, schade. Verpasste Chance. Ich hätte den, roten... Wie nennt man den überhaupt? Roten Spike Cooper. Keine Ahnung, wie die jetzt genau heißen, diese Gegner. Wenn das einer von euch weiß, dann schreibt mir doch in die Kommentare. dann hätte ich eigentlich mit dem, indem ich gegen den Block gesprungen bin, töten können. Och nö! Nicht schon wieder so ein verdammter Musikblock. Ich hasse die Dinger. Ah. So, jetzt sehe ich jetzt hier auch schon direkt. Oben kommt Feuer, unten kommt Feuer. Doppelt, dreifach. Hier muss ich genau aufpassen. Jump Mario! Woohoo! Okay. Kamera, gehst du nicht mit? Oh, doch, okay. Kann ich hier rein in die Röhre vielleicht? Nein, kann ich nicht. Dann bahnen wir uns den Weg weiter nach oben. Feuerstab. Aufpassen. Ah, I see what you did there. Das heißt, jetzt kann ich mir hier diesen P-Schalter nehmen. Nein, die... Ah, was... Oh, shit. Jetzt habe ich hier das Ding eingefangen. Fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen P-Schalter drauf springe, dann werden diese Blöcke da unten zu Münzen und ich kann mich da reinfallen lassen. Jawolli. Lauf! Jetzt schnell durch die Tür. Ah, sehr gut. Okay. Ah, da kommen Bob-Bombs raus. Hier oben kann ich jetzt leider nichts entdecken. Das heißt, ich muss wohl übel an den Kollegen vorbei. Ah, da ist wieder der Feuerstick. Das ist eine Kreissäge. Das ist ja auch lustig. Wie komme ich denn jetzt hier weiter, bitte? Ah, das ist ja auch assi. Weil der Feuerstab da ist, werden die sofort aktiviert. Kann ich das da oben wegspringen? Ja, okay. Ah, nein! Shit! Gut, auf ein neues.
weiß ja jetzt, wo es lang geht hier. Komm, schneller. Wir haben auch keine Zeit. Ah, shit. Ah! Du dummer Italiener, jetzt spring doch! Ah. So, geht doch. Jumpen wir hier, jumpen wir da, jumpen wir hier, wunderbar. So, jetzt springen wir dagegen, ist das Ding nämlich auch tot. Ja, die Münzen muss ich mir eigentlich nicht holen, die haben hier sowieso keinen Effekt. Ah, nein! Ah. Ja, das war jetzt einfach nur dumm. Oh, oh, den habe ich vorher gar nicht gefunden, den Block. Ah, shit! Ah! Da war ich einfach von dem auftauchenden Block so fasziniert, dass ich nicht mehr darauf geachtet habe, was um mich herum passiert ist. Wie so ein Hund, vor dessen Schnauze man mit einem Knochen rumwedelt. Ah! Drehsprung! Fick dich! Yeah! Boah. Das war richtig knapp. Wah. Nope. So, jetzt sind wir endlich wieder hier oben. Haben es geschafft. Du kannst mir gar nichts. So. Jetzt muss ich hier lang. Und da haben wir den. Hey, geh doch da runter. Er kommt immer wieder zu mir zurück. Das ist der Boomerang-P-Block. Jetzt müssen wir wieder schnell sein. Okay, soweit, so gut. Nein. Ah! Fuck, nein! Da platzt mir das Ding in den Händen weg. Ist ja wie an Silvester hier. Wow, ich bin mir sicher, ich hätte gerade eigentlich sterben müssen und ich habe keine Ahnung, warum ich noch lebe, aber ist cool. Wir haben ja was gelernt im letzten Teil, ne? Das können wir auch ruhig benutzen. Yeah, den sogar auch noch abgeräumt. Shit, da warte ich lieber noch einen Moment. So, jetzt der nächste aber. Komm her, du. Ich brauch dich zum Sprengen. Spreng ich da jetzt nochmal, oder? Na, ich versuche einfach so. Bam! So, wo geht's aber jetzt lang? Frage ich mich da. Ah, okay, die Röhre. Da bin ich das erste Mal einfach nur zu... Wow, was ist hier jetzt los? Da bin ich das erste Mal einfach nur schlecht gesprungen. Wow. Ich muss aufpassen, weil das Eisblöcke sind. Und auf den Eisblöcken geht das Schlittern ganz schnell los. Wow.
Erst heiß und jetzt kalt, okay. Uah. Jetzt nicht da reinfallen. Ach, gut. Hätte jetzt auch anders ausgehen können. Das ist auch gemein. Setzt er mir da unten die Sprungfeder hin. So. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich möchte nämlich nicht, dass diese Sprungfeder mir abhanden kommt. Da muss ich wahrscheinlich das genauso machen, dass die da auf den braunen Klötzen landet. So, ein Stückchen weiter nach vorne. Ah, das wäre fast schief gegangen. Nein! Oh, Gott sei Dank, da kommt ein neuer raus. Oh, meine Güte. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn ich deswegen den Level hätte restarten müssen. Ja, perfekt, so. Ah, ich sehe nichts. Erstmal die Lage checken. Ah, jetzt muss ich den tatsächlich wieder als Tritt benutzen, glaube ich. Bam! Ich versuche erst gar nicht darüber zu kommen, weil die Distanz wahrscheinlich sowieso nicht reicht. Hier ist wieder ein paar Münzen. Kommt da vielleicht noch was anderes aus? Nein, ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ah! Okay. Ach nö, fick dich! Nein, nein! Ah! Verpiss! Nein! Ach, so eine Scheiße! Da kommt einmal hier das Mega-Gespamme! Ah, wieder alles von vorn. Nein! Ich bin aber auch dumm. Oh, nein! Das gibt's doch nicht. Wie oft bin ich da jetzt schon dran vorbeigelaufen? Und jetzt verkacke ich hier, oder was? Oh. Oh nein, wie kann ich nur so dumm sein? So, jetzt machen wir mal ein bisschen Druck. Was nicht funktioniert. So, jetzt bloß nicht wieder dieselbe Scheiße wie vorher machen. Jump! Jump. Na, der Trick ist hier dabei, so ein bisschen, sobald man so einen Eisblock berührt, direkt gegenzulenken, beziehungsweise in die andere Richtung, damit man direkt dieses Schlittern so ein bisschen abstoppt. Dann geht das einigermaßen. Here we go again. Meine Fresse, jetzt aber. Keine Mätzchen mehr machen hier. Nein! Oh, ich bin so dumm. Wisst ihr, was erstaunlich ist? Am Anfang bin ich hier so schnell und so einfach durchgekommen. Und ich dachte mir schon so, ah, okay, cool. Für das Level brauche ich nur so ein oder zwei Versuche. Und jetzt hänge ich hier schon wieder 20 Minuten und krieg's nicht geschissen. Ey, das ist unfassbar. Ah! Also so langsam aber sicher beschleicht sich bei mir das Gefühl, dass meine ersten 2-3 Runs einfach nur Glück waren, dass ich so weit gekommen bin. Denn das ist auch echt ganz schön assi. Na. Ah. Nein! Nein! Bleib doch! Ah, es ist einfach so verdammt rutschig. Nein! Ich... Ah!
habe ich gerade selber gebackpfeift. So. Ah, nein! Nein! So. Wenn ich hier jetzt noch einmal verkacke, dann flipp ich richtig aus. Fickt euch alle! Nein! So, ich habe ein bisschen Bammel davor, aber ich probier's trotzdem. Denn hier ist bestimmt hoffentlich ein Power-Up drin. Ach, fick dich doch! Nein, was soll ich mit einem verschissenen Leben? Ich brauche einen Pilz oder sowas! Oh. Ja, toll! Mann! Sag mal, was geht denn mit dem Spikey? Bumst der da gerade die Wand? Ah, ich dachte, das funktioniert. So, wir wagen uns in die Höhle des Löwen. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Egal, ich werde nochmal das. What the fuck? Fick dich! Alter! Fickt euch! Ja! Ja! Ja, fickt euch alle! Mann! Boah! Alter! Was war das denn? Ah. Junge! Alter Schwede! Wenn ich nicht aus Versehen da jetzt draufgesprungen wäre auf diesen scheiß blauen Spike Cooper, was auch immer, dann wäre ich da nicht hingekommen und ich hätte es noch 50.000 Mal probiert. Alter, ich habe echt so ein Talent, diese scheiß versteckten Blöcke nicht zu finden. Oh, meine Fresse. Ey, wie sich ein Level so um 180 Grad drehen kann, ja? Da denkst du zuerst, oh, das läuft, ist zwar knifflig, aber kriegst du schon hin und dann verkackst du nur noch in einer Tour. Okay, jetzt reicht's erstmal mehr hier wieder. Danke, Falke, für dieses Level. Ich werde da ein anderes Level auch noch spielen. Das rätselhafte Massensterben. Aber nicht mehr in diesem Teil, denn ich habe jetzt wirklich genug. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haunse Baunse!